If the CIA was serious about Wenn es der CIA ernst wäre mit der Beeinflussung von Verhaltensänderung und Gedankenkontrolle, dann bräuchten sie ein Team von seriösen Forschern, das wissenschaftliche Experimente zu den Mechanismen durchführt, die dem Verhalten selbst zugrunde liegen. Und damit natürlich auch den Verstand. Und die entscheidende Frage ist, ist der Mensch programmierbar wie eine Maschine? Wenn man ein elektronisches Datenverarbeitungssystem in Betrieb sieht, fällt auf, wie wenige Menschen daran beteiligt sind. Dieser Eindruck ist irreführend. Es stecken mehr Menschen hinter dem, als es zunächst den Anschein hat. In den frühen 1950er Jahren hat Dr. Hebb an dem streng geheimen Projekt Blue Bird der CIA teilgenommen. Es zielte darauf ab, Techniken zu entwickeln, um die Menschen dazu zu bringen, wie ein blauer Vogel zu singen, und zwar gegen ihren eigenen Willen. Sie nannten es Bluebird. Als die Experimente fortgesetzt wurden, entwickelte sich Bluebird schnell zum Projekt Artichoke. Später wurde daraus Mac Ultra, was sich aus weiteren verdeckten Projekten entwickelte. Die verdeckte wissenschaftliche Forschung hatte bereits Jahre zuvor begonnen, unter der Schirmherrschaft von Regierungsausschüssen und privaten Stiftungen vor dem Zweiten Weltkrieg. Schon früh wurde eine Reihe von Sozialwissenschaftlern, Psychiatern und Psychologen in das Komitee für nationale Moral berufen, um die Regierung und das Militär in Fragen der psychologischen Kriegsführung zu beraten. In Erwartung des Kriegseintritts der USA führte das Moralkomitee eingehende Untersuchungen durch. Man experimentierte mit psychologischen Experimenten gegen die feindliche Propaganda und hoffte gleichzeitig auf die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung für den Krieg, indem man einheimische Propaganda verbreitete. Der Ausschuss schlug auch geheime Forschungen zu Verhörmethoden vor, mit denen man Menschen gegen ihren Willen zum Reden brachte. Über das Büro des Informationskoordinaten wurde das Projekt DT bzw. Truth Drug Project in der Öffentlichkeit bekannt. Das Büro des Koordinators für Information sollte bald in das wissenschaftlich orientierte Office of Strategic Services oder OSS umbenannt werden und das, was der geheime Vorläufer geworden ist, um die CIA zu repräsentieren in Kriegszeiten. Diese frühen Experimente mit Wahrheitsdrogen wurden im Geheimen durchgeführt, aber offenbar mit wenig Erfolg. Dabei versuchte das OSS ein Heilmittel für die Kriegsneurose zu finden. Einige der neueren Trends in der UdSSR sind folgende. Der multidisziplinäre Ansatz der biologisch-sozialen und physikalisch-mathematischen Forschung, um das menschliche Verhalten besser zu verstehen, um schließlich das menschliche Verhalten in einer Weise zu kontrollieren, die im Einklang mit nationalen Interessen sind. Der Computer löst das Problem kontinuierlich und sofort und sendet die Antwort in der Form von Zug- und Höhenbefehlen. Im Mai 1942, nur ein paar Wochen bevor das OSS offiziell gegründet wurde, fand ein kleines, nur auf Einladung stattfindendes Treffen statt, Zitat, die zerebrale Hemmung, die alles verändern sollte. Dabei ging es um zwei Themen. Hypnose und der konditionierte Reflex. Die Josiah Macy Jr. Stiftung, eine private Philanthropie, die mit dem Rockefeller Ölimperium und später als CIA-Tarnorganisation gegründet wurde und während der MK-Ultra-Enthüllungen in den 1970er Jahren als CIA-Fassade entlarvt wurde, hatte das Treffen organisiert. Der Präsident der Macy-Stiftung und Neurologe Frank Freeman Smith, der gute Verbindungen zu einem inneren Kern von elitären Wissenschaftlern hatte und gut vernetzt war,
organisierte ein interdisziplinäres Gremium von hochrangigen Akademikern, die mit der wissenschaftlichen Agenda der großen privaten Stiftungen vertraut waren. Sie unterstützten die Bemühungen der Geheimdienste im Krieg, an der die Wissenschaft teilgenommen hatte, indem sie durch den technologischen Fortschritt neue Waffen schuf. Inoffiziell diskutierten diese Leute, was gegen das Problem getan werden könnte. Der Vorsitzende Warren S. McCullough, ein Neurophysiologe an der Universität von Illinois, der sich selbst für einen Philosoph der Untersuchung des Nervensystems sah, durch seine Arbeit im Bereich des menschlichen Bewusstseins. Er legte besonderen Wert darauf, kompetente neurologische Untersuchungen zu leiten. Seine kybernetische Suche nach dem Verständnis des Gehirn-Geist-Problems wurde später als Kybernetik zweiter Ordnung bekannt. Die Anthropologin Margaret Mead und ihr Ehemann, der Sozialwissenschaftler Gregory Bateson, Mitglieder des Moralausschusses, die bald zu OSS-Agenten wurden, nutzten Stiftungs- und Militärgelder, um Kulturen aus der Ferne zu studieren. Sie analysierten die Psychologie von Gruppen und schwarze Propaganda zu verbreiten bei ihren Nachbarn im Obergeschoss von Macy's. Der Vizepräsident dieser Organisation war Lawrence K. Frank, der das Kinderentwicklungsprogramm der Rockefeller Foundation leitete und die Verhaltensveränderungen an öffentlichen Schulen beeinflusste, die zum Bundesprogramm Head Start führte. Der Physiologe Arturo Rosenblut aus Mexiko, der Homöostase und biologische Organismus unter dem Macy's Foundation-Mitarbeiter Walter Buchanan untersuchte, war auch dabei. Rosenbluts Arbeit mit dem Mathe-Wunderkind Norbert Weiner stand nun kurz vor einem Durchbruch, der unsere Gesellschaft für immer verändern würde. Und der Psychoanalytiker Lawrence Kuby, ein weiteres Mitglied des Moralkomitees, der für die OSS unethische Wahrheitsdrogenforschung an der Seite des zukünftigen MK-Ultra-Auftragnehmer George Hunter White betrieb. Er schrieb über seine Arbeit, Zitat, hier werden Programme entworfen, die viel Spaß machen. Spaß, ja, es macht Spaß. Kuby reflektierte später über seine Experimente an Gefangenen folgendermaßen. Ich denke gerne an diese Zeit zurück, was für einen Spaß wir hatten. Ausgebildet in Psychiatrie und später als experimenteller Neuropathologe am elitären Rockefeller Institut für medizinische Forschung, studierte Kuby unter Penfields Mentor Sir Sherrington in Oxford, wo er die bedeutende Theorie entwickelte, dass Neurosen durch Erregungswellen eskalieren, die Spannung aufbauen, indem sie durch geschlossene Schleifen im Nervensystem kreisen. Das wichtigste Thema auf der Macy's-Konferenz 1942 war die Anwendung von Hypnose, die von FBI-Agent Milton H. Erickson, einem Pionier der implantierten hypnotischen Suggestion, praktiziert wurde. Erickson arbeitete später sowohl für das OSS als auch für die CIA. Wie ich höre, sind Sie noch nie hypnotisiert worden. Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief ein, lassen Sie es so aussehen, als ob viele Minuten vergangen wären. Du fängst jetzt an zu lernen, dich in Trance zu versetzen. So ist es richtig, so ist es gut. Ich möchte, dass du tiefer in die Spur gehst. Obwohl es keine veröffentlichten Aufzeichnungen von diesem Treffen gibt, schrieb der Psychologe Lawrence Kuby, ein Schlüsselmitglied der Macy's-Konferenz, über seine gemeinsame Arbeit 1939 in einem Aufsatz über experimentelle Neurosen bei Menschen, in dem er erklärt, wie Erickson in der Lage ist, falsche Erinnerungen und hypnotische Befehle in Probanden zu implantieren, die später die ängstlichen Symptome der Neurose zeigen. Kuby beschreibt, wie, Zitat, psychotische Gefühlsstürme auf Kommando
durch hypnotische Hinweise ausgelöst werden können. Und Sie kennen die Antwort auf diese Frage nicht bewusst. In einem OSS-Komplott, bei dem verschlüsselte Botschaften durch hypnotisierte Kuriere gesendet werden, kann man eine Person bitten, in eine Amnesie von bestimmten Lernerfahrungen einzutauchen. Denn in der hypnotischen Trance braucht man dann nur noch die Ideen, auf die das Subjekt reagieren soll. Ihr Unterbewusstsein kann das alles vergessen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Dinge geschehen zu lassen. Die Hypnose ging über in den zweiten Vortrag der Gruppe über den konditionierten Reflex, die von dem Psychologen Howard Lardell von der Cornell Universität als Reaktionsmuster bei Schafen und anderen Tieren künstliche Neurosen ausgelöst haben. Lardell war ein Anhänger des russischen Physiologen Ivan Pavlov. Er nutzte die von Pavlov entwickelten Techniken der Reaktion. Ich selbst bin so etwas wie ein Jünger von Pavlov, um die Bedingungen zwischen dem zentralen Nervensystem und Emotionen zu untersuchen. Diese Experimente bewiesen, dass Motivationen wie Hunger ausgenutzt werden können, um die psychologische Reaktion auf einen Stimulus, sei Schmerz, Angst oder Belohnung, damit manipuliert werden können, um damit eine experimentell induzierte Neurose zu erzeugen, was nichts anderes ist als Folter. Wie andere Macy's-Teilnehmer auch, wurde Lardell vom Nationalen Forschungsrat rekrutiert, der mit Mitteln der Macy's Foundation eine Reihe von Dringlichkeitsausschüssen geschaffen hat, darunter eine Abteilung für Anthropologie und Psychologie. Im Geiste der Wissenschaft und Forschung hatte man eine Verbindung zur Spionage geschaffen und so begann das Treffen, verwickelt in die Geheimhaltung und Dringlichkeit des Krieges. Wenn Sie in einem Verteidigungsbereich arbeiten, muss Ihr Werk eine starke Insel der Wachsamkeit sein, weil Sie sich inmitten der potenziellen Sicherheitsbedrohungen befinden, während Sie unsere Nation gegen den Spion verteidigen. Aber das wichtigste Gespräch fand in der Mittagspause statt, als Arturo Rosenblut den anderen Teilnehmern von seiner Arbeit mit dem Mathe-Genie Norbert Wiener berichtete, die sogenannte Teleologie und die zielsuchenden Geräte. Es stellte sich heraus, dass das Verhalten von Organismen und Maschinen sauber und einfach mit einer Rückkopplungsschleife modelliert werden kann. Margaret Mead war so begeistert, dass sie sich dabei einen Zahn ausschlug, als sie sich an das Treffen erinnerte. Es war 1942, als man den Entwurf dessen, was getan werden musste, vorbereitete. Die Mitglieder verteilten sich, um sich ihren Aufgaben in der wissenschaftlichen Forschung im Krieg zu widmen. Aber die Macy's-Gruppe sollte nicht aufhören. 10 weitere Macy's-Konferenzen waren geplant zum Thema dessen, was die Gruppe informell das Mensch-Maschinen-Projekt nannte, eine neue Wissenschaft der Kontrolle, die weitgehend auf der Arbeit von Norbert Wiener basierte. Während des Ersten Weltkriegs studierte Norbert Wiener als Soldat Artilleriefeuer und wurde so zum Mathematikexperten mit der damals noch primitiven Ausrüstung. 1 bis 4 Feuerstöße bewegen sich auf dem Kurs, um damit Schritt halten zu können. Die Feuerleitinstrumente liefern denn ständig die vorausberechneten Schießdaten. Die vom Ziel angegebene Richtung, Winkelhöhe und Höhe werden an mehreren Punkten entlang des Kurses gemessen. Im Zweiten Weltkrieg hatte Norbert Wiener zusammen mit seinem Partner, dem Elektroingenieur Julian Bigelow, das Artilleriefeuer berechnet. Der Flugabwehrschütze kann sich nicht auf die Koppelnavigation verlassen. Seine Führung muss eine sorgfältige mathematische Berechnung sein. Dies war eine der herausragenden Errungenschaften des Krieges, die die Genauigkeit zu einer Wissenschaft machte, egal ob mit Radar oder ohne. Die Informationen werden über ein elektrisches Kabel an einem Direktoren weitergeleitet. Und so haben wir nun die Grundelemente eines Differentials D
Dieses mechanische Quizkind verdaut die Daten und errechnet automatisch die richtige Spur. Die beiden anderen Teile sind also Eingänge. Die Summe beträgt 6 Zoll. Es verwendet automatische Verfolgungssysteme, die Entscheidungen oder Anpassungen aufgrund von Rückmeldungen über Änderungen der Kerngeschwindigkeit übertragen. Sie feuern nicht direkt auf das Ziel, sondern dorthin, wo es sein wird. Es handelte sich also um eine negative Rückkopplung. Es ist das Kalkül des Raums von dem, was noch nicht ganz geschehen war. Wie eine Entenjagdmaschine würden zielsuchende Maschinen das Ziel anvisieren und den Zeitpunkt des Zusammentreffens des Vogels und des Schusses definieren. Die möglichen Manöver werden zuerst abgewogen und erst dann erwogen, bevor es getan oder nicht getan wird. Wie ein ausgestreckter Arm, der zwar nach einem Glas greift, um genau die Entfernung, die nötig ist, zu berechnen, bevor er es anfasst. Dabei führt eine komplizierte Aktivität im Nervensystem, die Muskelkontraktionen oder Muskelhemmungen unzählige Male aus und hält den Körper auf Kurs, um das Wasser zu greifen, das der Geist trinken will. Was wäre, wenn das Gehirn wie ein Computer funktionieren würde? Könnte es dann entschlüsselt und umprogrammiert werden? Daraus können Sie ersehen, dass, wenn man weiß, wann man welche Änderungen vorzunehmen hat, könnte man die Vorhersagen ständig überlisten. This rotund and notoriously absent-minded genius. Dieses rotierende und notorisch geistesabwesende Genie hatte eine Formel für das entwickelt, was er Kybernetik nannte, ein Ausdruck aus dem griechischen Wort Kybernetes, was so viel wie Steuermann bedeutet. Sein 1948 erschienenes Buch, das von der Rockefeller Stiftung unterstützt wurde und sich in erster Linie an ausgebildete Wissenschaftler richtete, fasste die Kybernetik als Steuerung und Kommunikation im Tier und in der Maschine. Seine Popularität war der Auslöser für das 1950 erschienene Nachfolgebuch The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society, das die schwere Mathematik fallen ließ, die eine ganz neue Ära umriss. Unsere erste Aufgabe war die Kommunikation, die Aufrechterhaltung des Nervensystems, des Arsenals der Demokratie. Es war während dieser inneren Kriegsjahre bei einem vertraulichen Treffen in Princeton, als sich die Macy's Conference im März 1946 neu formierte. Man wusste zumindest im Prinzip, dass das Gehirn und der Computer ein gemeinsames Bindeglied in ihren Betriebssystemen hatten. Beides arbeitete mit Eingaben und Ausgaben, sodass eine Schnittstelle theoretisch möglich sein sollte. Die aus dem Krieg stammende Technologie bot nun eine einzigartige Gelegenheit, diese Fragen zu erforschen. In praktischer Hinsicht war das herausragende Merkmal, neben dem interdisziplinären Ansatz, ein neues Interesse an mathematischen Ansätzen zum Verständnis von Verhalten zu erlangen. Besonders hervorzuheben sind die Versuche, die moderne Informationstheorie, Automatentheorie und Rückkopplungskonzepte bei der Interpretation der Mechanismen, mit denen das zweite Signalsystem, zum Beispiel Sprache und damit verbundene Phänomene, das menschliche Verhalten beeinflusst. Das erste offizielle Macy's Cybernetics Zusammentreffen fand in einer Konferenz im März 1946 statt, nur wenige Monate vor der Verabschiedung des National Mental Health Acts, das der Bundesregierung einen neuen Auftrag erteilte, nicht nur zur Behandlung, sondern auch zur Vorbeugung von Geisteskrankheiten. Das Nationale Institut für geistige Gesundheit wurde gegründet, das während der ersten 6 Sitzungen unter dem längeren Titel Circular Causal and Feedback Mechanism in biologischen und sozialen Systemen geführt wurde.
Diese kybernetischen Konferenzen vereinen die Innovatoren der physikalischen und biologischen Wissenschaften mit denen der psychologischen und sozialen Wissenschaften, um das umfassende Studium des Menschen in Angriff zu nehmen. So erweiterte sich die Kerngruppe von Mises um folgende Personen: Norbert Wiener, ein MIT-Mathematikprofessor und Wunderkind, das mit 17 Jahren in Harvard promovierte und bei dem Mathematiker und politischen Philosophen Lord Bertrand Russell, dem Autor des bahnbrechenden Buches, das die modernen Regeln der Logik aufstellt. Joan von Neumann, die Ungarin Emma Gray, Mitglied des Manhattan-Projekts, das zum Pionier des Digitalrechners, des elektronischen Computers wurde und der die Spieltheorie nutzte, um das strategische Denken des Kalten Krieges zu analysieren. Der MIT-Mathematiker Walter Pitts, der die Mathematik als eine universelle Sprache der Menschheit bezeichnete, der selbst Logik autodidaktisch erlernte und zusammen mit Warren McCullough mehrere wichtige Arbeiten zur Modellierung des Gehirns verantwortlich gemacht wurde. Rafael Lorente de Novo vom Rockefeller Institut der medizinischen Forschung, der obsessiv die Aktionspotenziale der von Neuronen und ihre Kompatibilität mit elektronischen und digitalen Systemen erforschte. Der aus Deutschland emigrierte Gestaltpsychologe Heinrich Kluber, der visuelle Wahrnehmung, Halluzinationen und Meskalin als experimenteller physiologischer Psychologe untersuchte und für das Kluber-Bissig-Syndrom bekannt war, eine kognitive Störung, die durch chirurgisch erzeugte Hirnläsionen ausgelöst wird. Der deutsche Flüchtling und Gestaltpsychologe Kurt Lewin, ein OSS-Agent und Direktor des MIT-Zentrums für Gruppendynamik, der eng mit der Frankfurter Schule und dem Davistock-Institut Herausgeber der Mises-Konferenzen liiert war, der Kybernetiker zweiter Ordnung Heinz von Forrester leitete das vom Pentagon finanzierte biologische Computerlaboratorium an der Universität von Illinois. Geboren in Wien und Mitglied des berüchtigten Wiener Kreises, studierte Physik und führte Radarexperimente für die Nazis und danach für die alliierte Besatzung durch. McCullough selbst sorgte für seine akademische Position, seinen dauerhaften Aufenthalt und die Einladung zur Mises-Konferenz im Jahr 1949, nachdem er seine Arbeit über die molekulare Basis des Gedächtnisses als Funktion der Quantenmechanik präsentiert hatte. Neben diesen Hauptakteuren waren etwa ein Dutzend weitere Mitglieder sowie eine Handvoll geladene Gäste aus wichtigen Fachpositionen anwesend. Zu Mises Gästen aus wichtigen Fachpositionen gehörte der OSS- und CIA-Agent, der Psychiater Harold Abramson, der an streng geheimen Projekten zur chemischen Kriegsführung in Fort Detrick arbeitete, von denen einige von der Mises Foundation selbst mitfinanziert wurden und der mehrere MK-Ultra-Projekte mit LSD-Experimenten leitete. Dr. Abramson ist auch bekannt für die Einführung von LSD zusammen mit vielen Teilnehmern der Mises Conference, darunter Mises Präsident Frank Freeman Smith und Gregory Bateson. Das ist LSD, das die Teilnehmer zwei Tage lang im Big Man Hotel, einer Luxuswohnanlage in der Upper East Side von Manhattan, zu sich nahmen. Das Nobelviertel mag ein unwahrscheinlicher Ort gewesen sein, aber es lag nicht nur direkt neben der Mises-Stiftung, sondern auch nur ein paar Blocks entfernt vom Council on Foreign Relations, das Alan Dulles jahrzehntelang geleitet hatte. Es lag auch sehr nahe am Rockefeller Institute for Medical Research und dem Cornell Medical College, wo Forschungsgelder für das Projekt MK-Ultra in den Human Ecology Fund flossen. Das OSS operierte zu Kriegszeiten von seinem Hauptquartier aus in Raum 363 des Rockefeller Centers. Sie arbeiteten Seite an Seite mit der britischen MI6 und im selben Gebäude wie die Rockefeller Foundation. Diese Maschine hat ein gespeichertes Programm und das ist das, was die Computerrevolution möglich gemacht hat. John von Neumann betrat die Bühne, um alle über die Fortschritte des Digitalcomputers während des Krieges zu informieren.
Die immensen Fortschritte in der Computertechnologie, die durch von Neumanns Arbeit vorangetrieben wurden, waren nun bereit für die nächste Stufe der Nutzung. Das System verlangt, dass die Taste entweder oben oder unten ist. Der Code sieht ein Dock oder einen Tag vor. Das kybernetische Konzept von Norbert Wiener war der Schlüssel zu dem von Ihnen entwickelten Digitalcomputern. Die Methode und das Signal sind so beschaffen, dass sie dem Sender in einer Reihe von positiven Entscheidungen zugeführt werden müssen. Es betrachtet die Arbeitsweise und die Prinzipien des biologischen Organismus, der Schleifensysteme, die das Gleichgewicht aufrechterhalten. Seine Aufrechterhaltung erfolgt automatisch und versucht, alle Störungen auszugleichen. Wiener, Rosenblut und Bigelow stellten die Ideen ihres Verhaltens Teleologie und Zweck. Es wurde im Jahr 1943 geschrieben, konnte aber aus Geheimhaltungsgründen erst 1947 veröffentlicht werden. Sie mussten einen universellen Mechanismus zur Erzeugung von zielgerichtetem Verhalten produzieren, der Maschinen und sogar Menschen grundsätzlich programmierbar machte, und zwar unter dem Einfluss eines Rückkopplungssystems. Weiner erklärte, die bestehenden natürlichen Reflexe sind im Wesentlichen Teil des gleichen Mechanismus, der alle zielgerichteten Aktivitäten in Automaten beeinflusst. Man muss lediglich einen Schaltkreis mit Rezeptoren und Effektoren ausstatten, dann werden sie zu zielsuchenden Geräten. Der Konferenzvorsitzende Warren McCullough war noch einen Schritt weitergegangen und zeigte, wie die Funktionsweise des menschlichen Gehirns durch elektrische Schaltgeräte dargestellt werden kann. Es ist Stop oder Go, an oder aus, eins oder nichts. Sein 1943 zusammen mit Walter Pitts veröffentlichter Aufsatz über die logische Calculus of Neuronal Activity führte das Konzept des neuralen Netzes ein und zeigte, wie die Kommunikation von Neuronen durch einen digitalen Computer modelliert werden kann. Der Geist im Gegensatz zu Gehirn und Verhalten tauchte in den 1950er Jahren als legitimer Gegenstand der experimentellen Forschung auf. Das Projekt der neuralen Netze von McCullough und Pitts leitete in den 1940er Jahren diese kognitive Wende ein. Die Wissenschaft des Geistes wurde so zu einer Wissenschaft von Signalen, die auf binärer Logik basieren. Neurale Netze überbrückten die Kluft zwischen Körper und Geist, Materie und Form. Die Vergleiche zwischen dem zentralen Nervensystem als elektronische Maschine und dem digitalen Computer als künstlichem Gehirn liefen auf Fragen der Logik, der Mathematik und der die Natur der Realität selbst darstellenden Theorie aus. Ganz einfach. Ich wollte in erster Linie herausfinden, was im Gehirn vor sich geht. Für McCullough war es immer eine esoterische Suche nach der Natur und der Realität in quantifizierbare und technische Begriffe zu fassen. Leiter der Abteilung für Kybernetik am MIT, Psychologe, Psychiater und Neurophysiologe, Ingenieur, Mathematiker, der Amerikaner, und er bestätigte, dass er exzentrisch war, ein echter Mann der Renaissance. Die ersten Antworten auf seine Fragen kamen während dem Ende des Ersten Weltkriegs. Yales ROTC-Kriegsausbilder für chemische Kriegsführung war kein geringerer als Professor Bird von Borden-Boltwood, Leiter der Chemieabteilung und ein Experte für chemische Kriegsführung. Boltwood, der aus einer wohlhabenden Familie stammte, stand an vorderster Front bei der Entdeckung der inneren Welt des Atoms und entdeckte als erster den Nachweis des radioaktiven Zerfalls von Uran in Blei. Professor Boltwood, ein auserwählter Eingeweihter, lud den jungen McCullough zu sich nach Hause ein, um über die verborgene Geschichte der Wissenschaft von ihren geheimnisvollen Anfängen an zu diskutieren. Kurz vor Ende des Großen Krieges lud er mich zu einem ungestörten Gespräch in sein Haus ein. Er beklagte sich bei mir über seine zunehmende Vergesslichkeit und bat mich, einen Abend
von 17 Uhr bis 5 Uhr morgens mit ihm zu verbringen, um das Gesamtbild zu bestätigen. Er packte mich an den Händen und enthüllte mir aufmerksam die verborgene Geschichte der Wissenschaft von ihren geheimnisvollen Anfängen an. Das Wissen wurde über die Jahrhunderte weitergegeben und von den Eingeweihten streng gehütet. Zwischen dem alten Ägypten, Mesopotamien, den Phöniziern, Babylonien und darüber hinaus teilten alle die geheimnisvollen Schlüssel, um die frühen Zivilisationen kybernetisch zu steuern. Im Grunde genommen beflügelten diese ererbten Geheimnisse, die den Verstand der antiken Philosophen und Mathematiker beeinflussten. Danach entstanden Priesterklassen, Geheimbünde und elitäre Organisationen gelehrter Männer. Nach der Zusammenfassung dieser Geschichte des wissenschaftlichen Fortschritts hielt er inne. Der Raum wurde still und er sagte: Wenn Sie hinter die falsche Erklärung kommen wollen, wie unsere Welt zustande kam und wie sie ist, dann müsst ihr die Fakten selbst finden und nichts anderes als Logik und Mathematik akzeptieren. In einem Interview Jahre später mit den Ikonen der Gegenkultur Stuart Brand, Margaret Mead und Gregory Bateson kam es zu einem Treffen, das McCullough arrangierte, in dem er, Zitat, den großen Plan festlegte, wer in welcher Reihenfolge über einen Zeitraum von 5 Jahren mit dabei sein sollte. Als Brand Patterson fragte, was McCullers große Strategie war, antwortete Patterson einfach: Wer weiß? Was war der gemeinsame Code zwischen der Kommunikation des Nervensystems und der binären Verarbeitungssprache des Computers? Sie wollten die Wirkung der physischen Welt auf den Geist in statistischen Begriffen mit Daten Input-Output zeigen. Letztendlich werden sich alle Entitäten mit dem Dominanten synchronisieren. Derjenige, der die genauesten und zuverlässigsten langfristigen Entscheidungen trifft, die das Tempo und die Trends vorgibt, die eine beliebige Anzahl von gleichzeitigen Berechnungen und Rückkopplungen in die mentale Schleife hineinbringen. Implied by this research was the hope for a technology for controlling behavior via the second. Mit dieser Forschung verband sich die Hoffnung auf eine Technologie zur Verhaltenssteuerung über das zweite Signalsystem des Informationsinputs als kognitive Agentien und nicht als chemische Agentien, Elektroden oder andere exotischere Techniken, die vielleicht eher für Einzelpersonen als für Gruppen geeignet waren. Dieser neue Trend der frühen Post-Stalin-Periode setzte sich fort. 1960 wurde das Wort Kybernetik von den Sowjets benutzt, um diese neue Entwicklung zu bezeichnen. Diese neue Wissenschaft wird von einigen als der Schlüssel zum Verständnis des menschlichen Gehirns benutzt, als Produkt seiner funktionierenden psychischen Aktivität und Persönlichkeit zur Entwicklung von Mitteln der Kontrolle und den Möglichkeiten, den Charakter des neuen kommunistischen Menschen zu formen. Der fliegende Computer ist nicht länger eine Theorie noch ein Experiment. Er ist eine Tatsache. Getestet, funktionstüchtig, praktisch und eingeschränkt ist er unter der Bezeichnung Gehirn in Produktion gegangen. Macy's hat die Macht der Kommunikation und des symbolischen Austausches von Informationen gemessen, mit dem Zusatz eines biologischen Modus der Kontrolle und säte somit den Samen in 1000 Richtungen. Ein Psychologe war an diesem Experiment beteiligt, zusammen mit einem Biophysiker und einem Physiologen. Dies war die Geburtsstunde von Personal Computern, Robotik, Satelliten und künstlicher Intelligenz. Die im digitalen Computer erstellten Modelle des Gehirns waren auch umgekehrt ein Symbol für die Mechanisierung des Geistes, der eines Tages vielleicht ein Neuron nach dem anderen erobern
könnte, wenn er den richtigen Weg findet, dann registriert er die Information in seinem Gedächtnis. Theseus ist eine elektrisch gesteuerte Maus. Er hat die Fähigkeit, Probleme durch Versuch und Fehler zu lösen und sich dann an die Lösung zu erinnern. Etwas, das vielleicht einem Gehirn ähnelt, ein Gegenstück vielleicht. Der Macy's The Ratio Club wurde 1949 im Vereinigten Königreich gegründet. McCullough hielt bei der ersten Sitzung die Grundsatzrede. Alan Turing W., Ross Ashby, Gray Walter und Donald McKay gehörten zu seinen wichtigsten Mitgliedern. Lernen Sie jetzt Dr. Gray Walter aus Bristol kennen. Seine mechanischen Spielzeuge haben ein elektronisches Gehirn, das wie der menschliche Verstand funktioniert, empfindlich auf Licht und Berührung. Dr. Walter sagt, dass seine elektronischen Spielzeuge genauso funktionieren, als hätten sie ein einfaches, zweizelliges Nervensystem und dass sie mit mehr Zellen viel mehr Tricks machen könnten. Aber Gray Walter beschäftigte sich intensiver mit der Untersuchung der Gehirnwellenaktivität selbst. Derzeitige Radio- und Fernsehtechniken bieten die Möglichkeit, das Gehirn zu untersuchen und die entspannten Geisteszustände, die durch Alpha-Wellen gekennzeichnet sind. Walter war der Erste, der experimentelle Veränderungen der Gehirnwellen durch flackerndes Licht erzeugte. Jetzt werde ich Sie mit einem hellen Licht anstrahlen. Halten Sie die Augen geschlossen und versuchen Sie bitte, sich nicht zu bewegen. So ist es gut. Gray Walter hatte auch eng mit Norbert Wiener zusammengearbeitet, der ihn in den frühen 30er Jahren in das damals geheimnisvolle Gebiet der Interpretation von Gehirnströmen einführte. Denn jeder Reiz auf ein Sinnesorgan löst nicht einen, sondern eine Folge von Impulsen aus, die mit einem Kathodenstrahl oder einem anderen Oszillographen elektrisch verfolgt werden können. Die Diskussion begann auch von Newmans Wunsch hin mit einem Gespräch über das Bewusstsein und die Frage, ob es ein anatomisches Substrat gibt, von dem jeder weiß, was es bedeutet. Von Bonnen vertrat die Ansicht, es sei wahrscheinlich nicht Großhirnrinde, die das Bewusstsein bestimmt, sondern eher etwas im Mittelhirn. Und ich wies auf die Bedeutung des Thalamus hin. Freeman Smith ging auf die verschiedenen Bewusstseinsstufen ein, von voller Aufmerksamkeit über Dämmerzustand bis zum Schlaf bei hysterischen Amnesien. Molly Howard beschrieb die Stimulation des Cortex, die sie bei Dr. Penfield beobachtete. Penfield erlebte, was die Patienten nicht störte, sie jedoch in Panik versetzte, wenn Stimulation eine sprachähnliche Vokalisation hervorrief, die den Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein zeigte. Mitglieder der Macy's-Konferenzen, darunter Frank Freeman, Smith, Margaret Mead, Clyde Clickhorn, Henry W. Brassen und Molly Howard saßen auch im Vorstand des Internationalen Komitees für Psychohygiene. Oh mein Gott, oh nein, lassen Sie nicht zu, dass Sie mich da reinbringen. Geleitet von John Rawlings Rees, dem Schöpfer der von der Rockefeller Stiftung finanzierten Tavistock Instituts. Alles während des Zweiten Weltkriegs wurde die Psychohygiene weltweit bekannt und eine große Konferenz wurde 1948 in London einberufen. Es kann als Sprungbrett für sinnvollere Diskussionen dienen, um über die Natur des Problems nachzudenken. Um die neue Welt nach dem Krieg zu gestalten, beginnt der Mensch in seinem eigenen Kopf. Denn es ermöglicht dem Einzelnen, sich in ein geordnetes System einzufügen. Es bietet die Zugehörigkeit zu einer organisierten Gruppe jedem Menschen eine Grundlage für emotionale Stabilität zu ermöglichen. Stark finanziert von der britischen und amerikanischen Regierung und privaten philanthropischen Stiftungen, schien es fast so, als ob ein globales Manhattan-Projekt in Gang gesetzt wurde. Aber wir haben alle unsere Probleme, man muss sich nur zusammenreißen, alles wird gut werden. Sie gipfelte in einem Bericht,
der von den Mitgliedern der Kuiper-Nanning-Konferenz Lawrence Frank und Margaret Mead angeführt wurde. Er trug den Titel Mental Health und World Citizenship, der sich auf die Veränderbarkeit des Menschen und aller seiner sozialen Einrichtungen konzentrierte. Sie kommen aus allen möglichen Familien, diese Patienten, aus allen möglichen Milieus. Aber irgendwann wurde das Leben zu viel für sie. Politisch, wirtschaftlich, rechtlich und religiös. Seine Familie, seine Schule, sein Arbeitsplatz, wie falsch ich doch lag. Oder nein, nicht falsch, krank. Und jetzt, wo ich wieder gesund bin, kann ich nicht anders, als ein wenig traurig zu sein, so wie man es immer ist. Um das Verhalten der Welt zu beeinflussen und zu verändern, ein menschliches Wesen nach dem anderen, sie stehen alle an mit ihren Krankheiten. Darin heißt es, Zitat, die Wissenschaften vom Menschen geben Hoffnung auf einen neuen Ansatz zur Lösung des Problems der Kriege und einer Weltgemeinschaft. Und so ist es das ultimative Ziel der geistigen Gesundheit, den Menschen zu helfen, mit ihren Mitmenschen in einer Welt zu leben, sodass sie alle in Frieden miteinander leben können. Dazu müssen wir die Schocktherapie verstärken, um Fred zu helfen, von seinen Gefühlen der Feindseligkeit und des Misstrauens wegzukommen und sich der Realität zu nähern. Aus diesem Grund stellen Sie fest, dass das Ziel der psychischen Gesundheit von der Sorge der Entwicklung gesunder Persönlichkeiten zur Aufgabe wird, eine gesunde Gesellschaft zu schaffen. Aber unabhängig von der Art der Behandlung ist es, dass sie durch eine Atmosphäre der Sicherheit und Ruhe gehen müssen. Ein leistungsfähiges Krankenhaus muss immer ein Zufluchtsort für seine Patienten sein, ein Ort, an dem sie während der Zeit der Neuorientierung lernen, wie sie sich besser nach draußen an die Außenwelt anpassen. Aus dieser Konferenz entstand der vermeintlich wissenschaftliche Weltverband für psychische Gesundheit. John Rawlings Rees verließ das Tavistock-Institut und wurde ihr erster Präsident, ein Amt, das später auch Freeman Smith und Mead ausüben sollte. Das Motto der Gruppe, das der UNESCO-Verfassung entlehnt war, lautete, Zitat, da Kriege in den Köpfen der Menschen beginnen, muss die Verteidigung des Friedens in den Köpfen der Menschen aufgebaut werden. Das Problem wurde zu einem Problem der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, zwischen Maschine und Maschine und zwischen Maschine und Mensch. Es gab eine große militärische Präsenz bei den Macy's, was nicht überrascht, wenn man bedenkt, wie viele Verträge mit der Marine, der Luftwaffe und der Armee geschlossen wurden, die später alle als Routinefronten für CIA-Bestrebungen entlarvt wurden. Bei diesem Treffen kommen Vertreter aus der Praxis zusammen, Simulationsdaten, Leute mit ihrem Hintergrund von Umweltinformationen und Militärpersonal zusammen mit den eigentlichen Nutzern der Programme. Das Office of Naval Research hatte einen eigenen Zweig zur Erforschung der physiologischen Psychologie, im Grunde ein anderer Name für den kybernetischen Menschen, den wir zwischen zwei bereits bekannte Maschinen gestellt haben. Der Mensch ist ein Prognostiker und sagt, ich werde weiterhin forschen, was meine letzte Lösung vorausgesagt hat, wird richtig sein, solange kein erkennbarer Unterschied auftritt. Ich bin sehr neugierig darauf zu erfahren, wie weit wir diesen menschlichen Operator treiben können. Würden Sie bitte beschreiben, in welchem Teil des Gehirns Sie den Funken entstehen lassen? Wir haben also den menschlichen Operator, der auf beiden Seiten von sehr genau bekannten Mechanismen umgeben ist. Und es stellt sich die Frage, was für eine Maschine haben wir in die Mitte gestellt? Was für eine Art von Maschine ist der Mensch? Die Bedürfnisse, die die menschliche Maschine antreiben, die das menschliche Verhalten beeinflussen, nehmen wir einen Menschen, einen beliebigen Menschen. Der Mensch, die Werkzeuge des Herstellers, würden ihm Kontrolle über seine eigene Weltorganisation und Ausdehnung mit Strategie für Dominanz und Überleben geben. Sieh dir die Kette an, das Ende. Der Mensch sendet eine Nachricht und dann hat er nichts weiter zu tun. Er wartet nur noch auf die Antwort, die zurückkommt.
Der Mensch spaltet sich in Gruppen, Stämme, Kulte von Informationen und Verhaltensweisen, die durch Rituale verbreitet werden. Die Anzahl der gesendeten Botschaften korreliert natürlich mit der Position in der Gruppe. Wissenscluster, sorgfältige Aufzeichnung von Geheimnissen und Durchbrüche, die in nützlicher Sprache weitergegeben werden. Keine offenen Quellen, sondern gehütete Geheimnisse der Macht. Wenn wir dieses Spiel auf dem Papier spielen, erhalten wir fast genau das, was man bei einer tatsächlichen Gruppe erhält. Die Veränderung der Synapsenneuronen, die zusammenfeuern, zusammenhalten. Hepp hat das bewiesen. Ich möchte an diese Bemerkung anknüpfen. Als wir heute Morgen sprachen, sagte von Neumann, dass das Gehirn keine analoge Rechenmaschine sein kann, sondern eine digitale sein muss, eine Maschine mit einem analogen Teil und einem digitalen Teil. Der analoge Teil ist also in der Lage, Analogien zu schaffen, die beobachteten Handlungen bei Menschen, mit denen wir kommunizieren, und es widerspiegeln. Ein solches Gerät kann auch Daten aus früheren Erfahrungen nutzen, um die Zukunft vorherzusagen. Ein Wandteppich gewebt aus den Erinnerungen an vergangene Empfindungen. Neugierig? Was ist das für ein Ort? Was ich sehe, wenn ich dich anschaue, ist in Wirklichkeit mein Bild von dir. Oder du siehst ein Bild von mir, das wie der Nutzung unserer Sinne ist. Es ist ein tief verborgenes Wissen. Nur sehr wenige Menschen scheinen sich der enormen theoretischen Kraft dieser Unterscheidung zwischen dem, was ich sehe, und dem, was tatsächlich da draußen ist, bewusst zu sein. Die meisten nehmen an, dass sie sehen, was sie sehen, aber die Karte ist nicht das Gebiet. Was kommt vom Gebiet auf die Karte, das heißt, was von der Außenwelt zum Gehirn gelangt, ist eine Nachricht über eine andere Bewegung. Zum Beispiel, wenn es im Territorium keinen Unterschied gibt, gibt es auf der Karte nichts zu sagen. Nach der Erstellung seines Modells mit neuronalen Netzen und PIDs würde das MIT-Team von Mikola schreiben, was das Froschauge dem Gehirn die Wahrnehmung mitteilt. Unsere Gehirne übersetzen und wandeln analoge Symbole, die in unseren Sinnesrezeptoren eingebetteten analogen Symbole, in digitale Daten. In unserem Gehirn ist es nicht die Realität, die wir sehen, sondern Stäbchen und Zapfen, die die Formen und Schatten und Farben der realen Welt zeichnen. Zum Beispiel für Frösche. Für sie bedeutet dies ein Auge, das darauf trainiert ist, hauptsächlich Fliegen und Käfer zu sehen. Eine Weitsicht oder eine Weltsicht, die leicht durch Formen, Puppen und andere Fälschungen getäuscht werden kann. Die menschlichen Sinne werden durch viele Dinge getäuscht. Sie werden in den Labors ausgetrickst, ebenso wie jede andere Tierart, die getestet worden ist. Warum scheinen die beiden Köpfe ihre Größe zu verändern? Antwort: Die Fenster sind verzerrt. Platus fand eine Herrlichkeit der Dicken. Die Wirklichkeit ist nichts weiter als ein Schatten, Upbeat projiziert auf eine Höhlenwand. Es geht den ganzen Weg herum, es ist eine optische Täuschung, aber auch wenn du es mir sagst, wollen meine Augen es immer noch nicht glauben. Wenn man um die technologiegetriebene Zukunft des Militärs kreist, die Nerven der Armee, der Marine und der Luftwaffe, die Kommunikationsnetze der Signale und Abfangjäger von Flugzeugen, Panzern, Booten, Raketen und Torpedos, wenn man um die gesamte menschliche Gesellschaft und ihre verschiedenen Zyklen der Beeinflussung und Veränderung kreist, und wenn man Kreise um das Individuum zieht, Kreise um das Problem der Maschine und das der Menschen selbst. Und wenn man sich einmal im Kreis dreht, das Problem der Rückkopplung und die Zyklen des Verhaltens, die Reaktionen der pavlovischen Konditionierung, der Wahrnehmung und der Realität, am Ende könnte der gesamte Mensch durch seine Abhängigkeit von seiner Umwelt kontrolliert werden.